Ah, sehr schön. Die Glocken läuten hier bei Roland. Das ist wie immer sehr schön. Ich bin kurz gut gelaunt, Hast du ja, meine vierter Kerzen gesehen, Advent. meine vierten Advents? Ja, und das vertreibt ein klein bisschen meine Verzweiflung, lieber Roland. Ja, Ja, das ist Weihnachten. aber weißt du, ich habe jetzt ist ach, das ist schön hier, wirklich genießt, aber jetzt sonst so mit dem festen Lockdown, in dem wir jetzt reingeraten sind, bei uns zu Hause herrscht Verzweiflung, man kann ja nichts mehr machen. Wie sollen wir das durchhalten? Hört das irgendwann auf? Also es soll ja bis 10. Januar gehen, aber es wird wahrscheinlich bis Ostern dauern. Der Ministerpräsident des Saarlands spricht schon von Ostern, aber wahrscheinlich wird halt dann das ganze Saarland nach Frankreich wieder abgegeben, wenn es zugesperrt ist. Ja. Und das ist ja auch nicht so schlimm, oder? Naja, also ich sehe den Mechanismus, Roland. Ja? Also jetzt haben wir einen Lockdown, wo nicht alle hundertprozentig eingeschlossen sind. Es haben ja noch ein paar Geschäfte auf, so essentielle. Und im 10. Januar heißt dann, das sehe ich persönlich vor mir, das hat wieder nichts geholfen. Also müssen wir jetzt alles zumachen mit Ausgangssperren und das halte ich nicht durch bis Ostern. Naja, du darfst nicht vergessen, wir sind jetzt Lockdown trainiert. Wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Ja? Man überlegt dir mal diese tollen Schwarz-Weiß-Filme über die amerikanische Prohibition, das Ja. Alkoholverbot. Ja, genau, da konnte man nichts mehr trinken. Das war eh nicht Es schlimm. gab Ja? überall Alkohol. Echt? Es gab überall Alkohol. Es gab diese Speakeasy, also Flüsterkneipen, Ja? wo es eben doch Alkohol gab und da war es besonders lustig. Ah, jetzt weiß ich, auf welchem Pfad du bist. Du redest dem Umgang mit dem Lockdown, einem geschickten Umgang mit dem Lockdown, das Wort. Nein, die Menschen müssen überleben. Die Ja. Menschen sind überlebenswillig und die Menschen sind erfinderisch. Und sie Ja. werden sich nicht wie Hühner im Käfig einsperren lassen und warten, bis Karl Lauterbach mit dem Körnerfutter vorbeikommt, Ja. sondern sie werden ihre Auswege suchen und wir sind ja schon dabei. Ja. Überleg mal, Blumengeschäfte sind zu. Ja. Ja. Aber Blumen gibt es am Friedhof, weil die Friedhofsgärtnerei ist für Begräbnisse Ah, zuständig. ja, natürlich, klar. Die noch offenen Lebensmittelgeschäfte bieten plötzlich Kleidung an, noch mehr Kleidung als bisher. Ja? Ja, Es soll ja. ein Möbelhaus geben, da ist jetzt eine Gemüseabteilung drin. Ja, Ja? ja. Und umgekehrt wird es bald Restaurants geben. Es gibt schon zum Teil welche, die in ihren Fenstern plötzlich Waren anbieten. Dann kannst du halt den Fernseher beim Wirt kaufen Ich zukünftig. habe gestern gesehen, wie bei meiner Nachbarin die Schaufenster, wo Leute reingedeutet haben, was sie wollten, und es wurde dann an die Tür geliefert. Ja, das ist jetzt sehr häufig, ist in manchen Bundesländern, in Bayern, in Söderland natürlich auch verboten. Ja. Aber auch da wird sich's nicht verhindern lassen, weil die Menschen brauchen Leben, brauchen Produkte Ja. und sie werden sich diese Produkte auf diese Art und Weise besorgen. Und da darfst du noch eines nicht vergessen, das ist ja findig. Man kann ja einem kleinen Laden nicht verbieten, was man Amazon erlaubt, nämlich die Lieferung frei Haus. Ich meine, ich Ja. habe nicht erlebt, dass die Paketboten jemals mit Maske kamen. Dies sind die großen Virentransporteure durch alle Stadtviertel. Also Ja. das kann man dem normalen Buchhändler, dem normalen Restaurant, das Lebensmittel ausliefert, nicht verhindern, dass er ins Haus liefert. Wir müssen es nur verlangen. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum gestern bei uns in der Wohnung unser Friseur zum Kaffee da war. Ich brauche ihn ja nicht, aber ich glaube, meine Frau hat da was arrangiert. Naja, Ja. es werden da sich völlig neue Formen bilden und wir als Konsumenten haben einen wahnsinnigen Vorteil dabei. Ja, das ist ja welchen? Ja, wir sind jetzt maskiert. Ach so, ah ja, weil ich wollte gerade sagen, dass, also off the records jetzt hier, man kann natürlich wunderbar das dann schwarz kassieren, ja? Wir sind ja Ja. alle maskiert, die Ja. Polizei ist schon ganz verzweifelt, ihre Gesichtserkennungskameras sind völlig wirkungslos. Deswegen sind die ja auch so vorsichtig mit Demonstrationen. Da gibt es ja üblicherweise ein Vermummungsverbot. Ja. Jetzt müssen wir uns alle maskieren. Ja. Das heißt, wir leben alle schon einen Schritt in der Illegalität. Ja, aber das, also ich kann bei meinem Einer Ele legalen Illegalität. ich kann bei meinem Elektrohändler an der Hintertür ein Transistorradio kaufen. Der gibt mir das schwarz, ja, ohne Rechnung, und ich muss keine Angst haben, dass die Überwachungskamera mich erkennt, weil ich ja von oben bis unten maskiert Also bin. natürlich muss ich dir sagen, dass du Steuern zahlen musst, aber Ja. sagen wir mal, Es war nur so eine Fantasie. Ja. Amazon zahlt ja auch kaum Steuern. Ja, Ja? genau. Und Amazon wird ja staatlich durch dieses Programm unwahrscheinlich gefördert. Ja? Ja. Jeff Bezos ist ja um 30 Milliarden innerhalb kürzester Zeit reicher geworden. Ja. Das Ganze ist ja
wirtschaftlich gesehen, ich verstehe die ganze Corona-Argumentation, wirtschaftlich gesehen ist es ein einziges gigantisches Amazon-Unterstützungsprogramm. Ja, ja, klar. Wenn du nicht weg kannst, sitzt du zu Hause im Schlafanzug und bestellst natürlich alles bei Amazon, bing, bong, ist es da. Und wir wissen, bei Amazon sind die Arbeitsbedingungen schlecht, die Löhne niedrig und die Steuern gering, ja, die Amazon bezahlt, wir schon. Und da gibt es nur eines. Fair Trade. Fair Trade, also Kaffee aus der dritten Welt kaufen. Nein, Kaffee aus der dritten Welt, sondern Fair Trade ist jeder Handel an Amazon und gegen Amazon vorbei. Aha. Wir müssen wieder lernen, fair miteinander umzugehen, nicht wie Amazon mit uns, sondern fair zueinander. Ordentliche Preise für ordentliche Produkte und ordentliche Dienstleistungen. Ah, und kein Bauer wird dich daran hindern, dass du zu ihm fährst und dir Kartoffeln holst. Also das ist ja wunderbar. Das ist wie die positive Seite der DDR, wo man seine nachbarschaftlichen Beziehungen... Also DDR mag ich ja nicht so, weil da käme man immer auf die Idee, dass das einen Wahnsinnigen an die HO erinnert. Ja also, gut, Amazon ist doch die neue HO, wenn nein, du so... Nein, sag es ist italienisch. Auch schön. Wenn ich meine nachbarschaftlichen Beziehungen intensivieren muss, wenn ich immer erst verhandeln und heimlich telefonieren muss und was an der Hintertür abholen muss und so weiter. Früher bin ich doch einfach ins Kaufhaus, habe keinen kennengelernt. Jetzt habe ich bald wieder so eine italienische, weißt du kennst das ja, wenn so die Handtücher zwischen den Häusern ja, gespannt werden. Ja, es ist ein bisschen so, schön, weil was ja im Augenblick ausstirbt, und zwar ganz schnell, sind die großen Kaufhäuser in der Innenstadt. In den Vororten leben viele kleine Geschäfte, die eigentlich dem Tod geweiht waren, die leben wieder auf, weil die Leute nicht mehr in die Stadt fahren, sondern untereinander verkaufen. Und es ist wie in Italien. Ja. Der Staat geht pleite. Der Staat geht richtig pleite, weil er alle möglichen Leute unterstützen will, damit sie nach wie vor richtig das Kreuzchen machen, ja nicht an der verkehrten Stelle irgendwas tun. Es ist wie in Italien, da sind die Bürger reich und der Staat ist arm. Siehst du, da hätte ich jetzt das Gegenteil angenommen. Du machst mir wirklich Hoffnung. Das ist ganz toll, das passt zur Weihnachtszeit. Ja? Also man lernt Tricks, die auch noch Spaß machen. Wie bei der Prohibition. Es war ja schön, in Amerika sich den Schnaps zu kaufen, in einem dunklen Keller mit Freunden und auch noch heimlich. Es war noch ein bisschen Nervenkitzel. Also ich fange an, Spaß zu entwickeln. Also du darfst natürlich nichts Illegales machen. Aber so, es gibt zwei zentrale Gesetze. Ja. Das erste Gesetz ist, die Marktwirtschaft, der Markt gewinnt immer gegen die Staatswirtschaft und wir erleben im Augenblick eine Verstaatlichung der Wirtschaft. Ludwig Erhard hat Monopole bekämpft. Unter Angela Merkel werden Monopole wie Amazon unglaublich gefördert. Aber der Markt gewinnt immer gegen diese Monopole. Und das Zweite ist, die Menschen gewinnen immer gegen übermäßige Regulierung, weil sie sie umgehen. Ja, also mit dieser Botschaft, die mich wirklich ermutigt, lieber Roland, kann ich ganz anders Weihnachten feiern. Ich finde, Weihnachten sollst du sowieso besser feiern als früher. Ja? Auch wenn du es nicht darfst, natürlich. Ja, ja, nein, ist klar, aber ich habe es doch früher auch schon toll gefeiert. Naja, aber früher war doch Weihnachten, also früher vor der Corona-Prohibition, da war ja Weihnachten doch eigentlich ein Fest des Kommerzes. Denk an dieses da, an die Gebimmel und Geleuchte und Verkaufe und billigster Glühwein. Ja, wenn du drüber gelaufen bist, bist du festgeklebt. Jeden Abend Party, das war toll. Ja, aber ist das Weihnachten? Und jetzt erinnern wir uns daran, warum feiern Menschen, die gar nichts mit dem Christentum zunächst zu tun haben. Warum feiern die Weihnachten? Selbst in arabischen Staaten wird zum Teil Weihnachten gefeiert. Warum? Weil es in buddhistischen, in hinduistischen Gemeinschaften. Warum? Weil Weihnachten ist das Fest der Freude. Wir Menschen brauchen in der finstersten Stunde Licht, Freude, Familie, Nachbarschaft. Und das ist Weihnachten. Ja. Das ist die Erlösung. In finsterster Nacht hat uns ein Kind geboren. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Die Weihnachtsbotschaft ist also diese Freude der Gemeinsamkeit. Und das merkt man wieder, dass wir das brauchen. Ja. Ich glaube, dass es eine neue Spiritualität gibt. Das haben die Kirchen versäumt. Das sind nur noch Kirchensteuer-, Einzugsbevollmächtigungsbehörden und einige fettgefütterte Kapaune, die sich daran messen. Aber das ist nicht Kirche. Die ist vorbei. Die ist vorbei, weil die Menschen da keinen Trost und keine Freude mehr kriegen. Ja. Wir feiern Weihnachten. Wir dürfen uns und wir lassen uns dieses Fest von diesen ganzen Miesmachern nicht mehr verderben. Genau, also wenn man abends die Weihnachtsansprache der Politiker gesehen hat und den Herrn Lauterbach mahnen hören hat, dann hat unser Weihnachtsfest eine andere Bedeutung. Dann braucht man Trost dagegen. Also jetzt weiß ich auch, warum Weihnachten ist kein Fest der Politik. Weihnachten ist
unser Fest. Das wollte ich ja gerade sagen. Also, die Politik hat es besetzt. Es gibt ja Leute, die gucken Fernsehen vor Heiligabend und dann holen sie erst nochmal ihre Dosis Frustration ab und dann aber dein schönes Weihnachten tröstet. Jetzt weiß ich auch, warum meine Schwiegermutter da das traditionelle Weihnachten, aber diesmal nicht in der Kirche, sondern am Lagerfeuer im Garten feiern wird. Und dann garantiere ich dir, die Polizei kommt nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Und wenn, vergiss die Maske nicht. Ja. Immer die Maske. Mit Maske wegrennen in die Büsche. Das wird lustig. Lesen Sie mehr dazu in unserem neuen Heft im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement.